etwas für alle, die gerne Pull-Ups machen, aber vielleicht ein bisschen Mühe haben, sei es bei den Strict Pull-Ups im obersten Teil oder allenfalls Mühe haben, bei der Chest-to-Bar wirklich die Brust schön an die Stange zu bringen. Das heisst, so im obersten Teil, so die letzten paar Zentimeter von euren Klimmzügen, fehlt vielleicht ein bisschen Kraft. Und ich möchte euch heute gerne eine Übung zeigen, um dort spezifisch ein bisschen dran zu arbeiten. Was ihr dazu braucht, ist eine Pull-Up-Stange, ist irgendein Kurzhanteln oder ein Kettlebell, wo ihr Gummibänder anmachen könnt, und Gummibänder. Verschiedene Stärken, je nachdem, wie stark das ihr seid oder wie viel Widerstand das ihr reingeben wollt, um einen höheren Trainingseffekt zu erzeugen. Wir nehmen hier mal zum Starten so ein mittleres. Was ihr machen müsst, ihr nehmt das Gummiband, steht eigentlich ins Gummiband rein, nehmt es nachher oben über den Nacken und dann habt ihr wie ein Rucksäckchen an. Und dann gibt es nichts anderes zu tun, als saubere Klimmzüge zu machen. Schöne Spannung in den Körper geben, Füße nach vorne nehmen, Bauch ist gespannt und schön aufziehen. Was bewirkt das ganze Gummiband? Klar könnt ihr auch sagen, ich mache Weighted Pull-Ups. Das ist auch ein guter Effekt. Der Vorteil des Gummiband ist, je weiter ihr es aufzieht, desto strenger wird es. Das heisst, ihr habt vielleicht im unteren Teil nicht so eine riesige Vorermüdung, aber dafür im letzten Teil, wo ihr zu oberst seid, wo das Gummiband am meisten gespannt ist, habt ihr den höchsten Effekt. Und so trainiert ihr wirklich spezifischer den letzten Teil von euren Klimmzügen. Ich würde sagen, probiert es aus und lasst uns wissen, ob es euch passt oder nicht. Wir sehen uns gleich wieder.